Mann, mir geht's nicht so gut gerade. Ich muss zu Dr. Hart. Hier. Hallo Dr. Hart. Ja, ich muss kurz. Dankeschön, ich habe einen Husten. So. Denn ich will Papa Martin nicht anstecken. Und zwar treffe ich mich jetzt gleich mit Papa Martin. So, ich muss mal schauen, wo der ist. Wo ist denn Papa Martin? Stimmt, er meint, er hat Unterricht. Er ist ja jetzt neuerdings Lehrer. Was ich davon halten soll, weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Aber vielleicht ist er ja ein cooler Lehrer. Ich hätte jetzt noch keinen Unterricht bei ihm. Ich will auch eigentlich, um ehrlich zu sein, keinen Unterricht bei ihm haben. Da ist er doch. Ey. Oh, Papa Martin. Ah, jetzt du hast Feierabend. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe noch keinen Feierabend. Hä, warum denn? Ja, warum? Gut, dann warst du heute nicht in der Schule gewesen? Ich war krank, Papa Martin. Ich war jetzt auch gerade bei Dr. Hart. Sie hat mich jetzt gesund gemacht und jetzt geht's mir wieder besser. Na gut. Ja, bist du jetzt, hast du jetzt Unterrichtsschluss? Ich habe Unterrichtsschluss. Ja, Papa Martin, komm mit, wir wollten uns ja verabreden, wir wollten ja den Tag zusammen verbringen. Und ich muss dir was sagen. Mhm. Ich hab eine coole Challenge vor, Papa Martin. Du hast eine Challenge? Ja, aber ich weiß nicht, ob, ich glaube, du traust dich nicht, die Challenge anzunehmen, weil das machen nur coole Leute und ich weiß nicht, ob du, du hast bestimmt Angst. Um was geht's? Ja, das ist eine Challenge. Du musst halt vorher sagen, ob du die annehmen würdest oder nicht, Papa Martin. Ich nehme sie an. Oh, okay. Papa Martin, bleib mal kurz da. Ich komme sofort. Freunde, Papa Martin weiß gar nicht, was ihm blüht. Und zwar, ja, ich meine, ich muss ja auch meinem Namen gerecht werden, ne? Wir sind ja Familie Scammer. Das heißt, Papa Martin wird mir heute erstmal schön alles ausgeben, was ich möchte. So, Papa Martin. So. Ja. Kannst du mal dein Fahrzeug rausholen? Ich habe kein Fahrzeug. Ja, gut. Ja, aber du brauchst ein Auto, du bist ein Papa. Weißt du was, Papa Martin, dann steig in meine Limo ein. Das ist unfassbar, dass ich dich... Und zwar, Papa Martin, die Challenge heute, das ist einfach eine Ja-Sagen-Challenge. Das heißt, du musst alles, zu allem Ja sagen, was ich sage. Ja. Okay, hast du verstanden, sehr gut. Wir gehen erstmal hier zum Fahrzeugladen, weil, so, Papa Martin, steig mal aus, komm mal mit rein. Du brauchst ein Auto, Papa Martin. Wir schauen uns jetzt mal erstmal die ganzen Autos hier an. Hallo, Rich. Ja, ich bin mit meinem Papa Martin hier. Der will sich ein neues Fahrzeug holen. Ja, wir schauen uns erstmal um. So, komm mit. 1800 Bucks. Sieht cool aus, oder? Sieht cool aus, ja. 900 Family Auto. Boah, hier ist so ein Roadcar. Du kannst ja auch deine Meinung sagen, was dir hier am meisten gefällt. Haben sie auch Autos in anderen Farben oder sind alle rot? Nee, du kannst die Farbe selber bestimmen, Papa Martin, das weißt du doch. Ah. Aber eigentlich bräuchtest du so ein Fahrrad, weil du bist doch so ein Lehrer, der mit dem Fahrrad zur Schule fährt, oder nicht? Nee, ich bin viel zu faul. Motorrad? Nee, ich habe Angst vor Motorrädern, das ist mir zu gefährlich. Helikopter, 3500 sehe ich gerade. Okay. Ah, ein Airplane, 4000. Warte kurz. Ich schau mich mal kurz da drüben um. Freunde, ich glaube, ich sage, Papa Martin soll sich jetzt ein Flugzeug kaufen. Der kostet einfach 4000 Bucks. Ja, das wird jetzt richtig lustig. Ich weiß nicht, wie viel Geld Papa Martin hat, aber ja, er hat die Challenge angenommen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach zu ihm. Papa Martin? Ja. Siehst du den Airplane hier? Ja. Willst du vielleicht dir so ein Airplane kaufen, so ein Flugzeug? Ungern. Aber? Ich muss. Das gehört jetzt zu deiner Challenge. Das gehört zu meiner Challenge. Du darfst dir auch die Farbe selber aussuchen, komm. Ich rede so lange mit Rich. Ja, Rich, das ist mein Papa Marty, der haut sich jetzt ein Flugzeug. Ja, guck mal, ich hab dir ein cooles Geschäft an Land gezogen. So, ich krieg auch ein bisschen Provision, oder? Also ich krieg doch irgendwas davon, was ich da bekomme. Ja, Papa Martin, hast du dir ein Flugzeug gekauft? Ich hab's gekauft, ja. Okay, dann lass uns mal nach draußen gehen. Ich will sehen, wie es aussieht. Weil, ich meine, du brauchst ja auch ein Fahrzeug. Weißt, ja, du, weißt du, was der gekostet hat? Was denn? 4000. Ich weiß, das war das teuerste im Laden. Oh, aber es hätte sich doch gelohnt. Warte, ich steig auch ein. So, fahren wir uns ein bisschen rum. Wow! Ich wusste gar nicht, dass du ein Flugzeug oder einen Pilotenführerschein hast. Krass! Hab ich nicht, aber. Ist nicht schwer. Ah, Papa Martin, es ist auch gut, wo du hinfährst. Fahren wir nach oben. Nach oben? Ja, ich habe eine Idee. Warte, ganz oben links, siehst du die Burg da? Lass uns mal dahin fliegen. Hey, cool machst du das. Also, ich muss schon sagen, du machst das nicht schlecht. Kennst du aber die Burg? Halt dich fest nur und schneide dich an. Ja, ich schneide mich an. Oh, okay. Ich merke, bremst du mal, so, lass uns dahin fliegen, komm.
Hier oben auf die. Ja, lande da einfach irgendwo. Mir schwindelig schon. Okay. So, raus hier. So, komm mal mit Landung, oder? Rein. Diesen Ort habe ich ja vergessen schon. Ach, was ist denn das für ein Ort? Hier ist ein cooler Tim. Ja, hier kann man auch Sachen kaufen. Oh, ein Grinsebuch. Hm. Und hier gibt es ja auch Tränke. Papa Martin, willst du dir so einen Großkopfzaubertrank kaufen? Ein Groß... Achso, ich muss ja. Ja. Und willst du den auch direkt dann einnehmen? Ja. Okay, mach das. Aha, wie lustig das ist. Guck mal, wie groß dein Kopf jetzt aussieht. Was ist das denn? Die werden alle auslachen. Das ist so lustig. Wird er wieder klein? Ja, aber erst ein paar Minuten. Das ist ja so ein Trank. Ah, okay. Hm. Papa Martin, willst du mir vielleicht so einen Durchsichtigkeitstrank kaufen? Und mir den dann auch geben? Du willst ihn haben? Ja, ich will ihn haben. Du könntest mir auch den so in den Hand einfach geben, glaube ich. Warte, schau mal. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Freunde, der ist cool. Warte einen Moment, Papa Martin. Hä, was steht da? Ach so, ich kann nur ein Pet. Ah, ich kann nur ein Pet durchsichtig machen. Weißt du was? Wir machen das auch mal. So, Papa Martin, guck mal. Welches Pet nehme ich dafür? Ich glaube, wir nehmen dafür René. Guck mal, wir machen jetzt René unsichtbar. So. Aber nur für eine bestimmte Zeit, also nicht für immer. Und? Okay, sieht aus wie ein Geist, oder? Aber sieht cool aus. Besser als vorher. Ja, ja, stimmt. Guck mal, cool, okay. Wir gucken mal, was es hier noch so gibt. Wachstumstrank, nee, den möchte ich nicht. Hm. Schrumpftrank, nee. Hier gibt's ja nichts. Hier gibt's noch so eine. Okay. Was ist das denn? Ach, das ist so ein Ride Potion. Das brauchen wir alles nicht. Hm. Hä? Ach so, man kann die Accessoires und so gewinnen. Nee, das brauchen wir nicht. Das finde ich jetzt nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Das sind so Flügel, die man gewinnen kann. Die brauchen wir jetzt nicht. Haraflügel, wobei. Ja, das da drüben ist zu, ne? Da können wir jetzt nicht hin. Weißt du was, Papa Martin? Komm, wir gehen mal wieder zurück. So, einmal Hokus Pokus. So, da bin ich. Papa Martin, komm mal zu mir. Komm mal mit. Oh, mein Pet René sieht richtig cool aus. So, lass uns mal hier reingehen, was es hier so gibt. Ich habe das Gefühl, dass heute ein teurer Tag wird für mich. Wie kommst du denn darauf? Okay, ein Capricorn hab ich schon. Ah, nee, die kosten alle Robux. Die will ich jetzt nicht haben. Ein Royal Place, Palace, Spaniel. Nee, brauch ich auch nicht. Komm, lassen wir es. Gut, hier gibt's auch nicht so viel, das muss ich ehrlich gestehen. Hm. Papa Martin, willst du mir so ein Schuhkaufspielzeug kaufen? Na klar. Ja, dann mach das mal. 200 Bucks ja, für Schuhe? Ist halt ein teurer Spaß und das ist ja nur für meinen Pet, ne? Ja, für was man nicht alles für René tut, ne? Ja, genau, danke. Gib's jetzt her, ich will es haben. Oh, danke, Papa Martin. So, ich will es weg. Guck mal, René, ich spiele mit dem Schuh. Freunde, Papa Martin weiß gar nicht, dass ich noch richtig viel Geld habe. Das ist so lustig. So, wir gehen jetzt weiter. Komm mit. Papa Martin, ich habe irgendwie Lust auf ein Eis. Kann man hier Eis kaufen? Ja, weißt du nicht, wo man Eis kaufen kann? Ach ja, stimmt, du hast ja kein Fahrzeug. Weißt du was, dann ich hole mal kurz mein Fahrzeug raus. Ich hole die königliche Kutsche raus. So, steig ein. Ah. Ah, ja, das wegen deinem großen Kopf. Du stößt mit deinem Kopf gegen die Tür, deswegen steig ein. Warte. So, oh, guck mal, der Kopf guckt raus. Wie lustig ist das denn? Wie lustig ist das denn? Der Kopf guckt einfach raus. So, wir gehen jetzt erstmal zur Eisdiele. Würde ich vorschlagen. So, komm rein. So, siehst du das hier, Elsa? Ich würde sagen, du kannst mir vielleicht erstmal eine Sorte kaufen. Eine Sorte? Ja, so eine grüne. Waldmeister. Ja. Du hast davon ein... Papa Martin, du sollst das nicht selber essen, du sollst mir das geben. Ich esse es doch nicht selber. Ja, gib her. Dankeschön, ich probier's mal. Irgendwie gefällt mir das doch nicht, Papa Martin. Kannst du mir doch das Schoko besorgen?
Schoko? Ja, Freunde, Papa Martin. Ich muss einfach alles machen, was ich möchte. Das ist so lustig. Warte, ich gebe dir von einem irgendwas. Der hat meinen Plan durchschaut. Der hat mir jetzt von jeder Sorte eins geholt. Ich wollte das so machen, dass er mir von allem eins kaufen muss, aber jetzt schon durchschaut mein Plan. Okay, ja, dann gib her, Papa Martin. Mann. Warum bist du denn so klug? So, ja, gut, jetzt habe ich Eis bekommen, aber so vielleicht ist eigentlich nicht gut. Papa Martin, komm mal her. Weißt du, dass man hier auch Pinguine bekommen kann? Wollte ich gerade sagen, hier kann man einen Diamond King Pinguin bekommen. Ja, aber ich glaube, das Ganze kostet Robux. Wo denn? Wo bist du? Ich bin hier. Papa Martin? Boah, das sieht cool aus. Ja. Hast du nicht Lust, mir vielleicht 3 dieser Sachen zu holen? Welche Sachen? Ja, hier, so dieses Essen, da kann ich ein Pet bekommen. Golden Fish meinst du hier? Ja. Du musst dafür erstmal die Leckerlis von denen kaufen. Die kosten aber Robux, nicht Bugs. Warte, 1. Oh, okay, super, Papa Martin, du hast schon 1 geworfen und? Was kriegst du? Jetzt bin ich gespannt. Guck mal, jetzt gehen die ganzen Pinguine hin. Jetzt wird sich gleich zeigen, was du bekommst. Ich hab schon 1 geworfen? Ja, du hast geworfen. Ich hab einen Golden King Pinguin bekommen. Hä? Nein, also du hast es mir gegeben. Ich habe es ja bekommen. Und das, ich habe jetzt einen. Ich glaube, du verstehst das doch nicht. Wenn du mir die rüber gibst, dann kann ich es werfen. Ich habe einen Goldpinguin bekommen. Wie cool ist der denn? 10%ige Chance. Ich will auch werfen. Ja, okay, das nächste darfst du selber werfen. Aber ich krieg das Pad, wenn es cool ist. Wo hast du es hingeworfen? Ich sehe nichts. Hä? Hast du es geworfen? Ja, das ist da hinten. Und welches Pad kommt da hin? Ein goldenes. Oh, du hast auch ein goldenes. Weißt du was, Papa Martin? Komm, das darfst du behalten. Ich habe ja noch 1. So, du hast mir ja noch 1 gegeben. Warte, guck mal. Da, ich habe noch 1. Genau, du hast mir ja noch 1 gegeben. Ich weiß. Eigentlich ungern. Aber es klingt nach einer Challenge hier, ne? So lange Futter werfen, bis ein legendäres kommt. Ja, gut, Papa Martin, das können wir beim nächsten Mal machen. Da kannst du mir das ausgeben. So, ich werf mein anderes hin. Oh, das da hinten. Ich muss gucken, was es wird. So, ich muss gucken, was es wird. Da, die versammeln sich alle. So. Was wird es? Okay, das ist ein gewöhnliches. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Warte, guck mal, es kommt jetzt zu mir. Das ist der King-Pinguin. Der ist ja auch ganz cool, oder? Ja, der Blau ist am besten, finde ich. Ja, das stimmt. Aber Papa Martin, ich muss dir was gestehen. Was denn? Ich wollte dich ärgern und ja, aber ich merke gerade, ich muss jetzt wieder raus hier, komm mal mit raus. Ich merke gerade, ich habe Bauchschmerzen bekommen, weil ich zu viel Eis gegessen habe. Das heißt, ich glaube auch, die Challenge ist jetzt hier beendet. Ich gehe mal jetzt so rüber zu Dr. Hart und werde mich pflegen lassen, weil ja, war doch nicht so eine gute Idee, dass ich hier so viel Eis esse. Also für mich kommt es prima, dann behalte ich ein bisschen Bugs bei mir. Ja, also ich meine, ich hab's ja schon geschafft. Dann gute Besserung, ich bin weg, tschüss. Ja, tschüss, Papa Martin. Freunde, ich hab's ja auch geschafft. Also Papa Martin musste schon einige Bugs für mich ausgeben, aber und ich hab einen King Penguin, ich hab einen Golden Penguin bekommen und er hat 4000 Bugs nur für ein Flugzeug ausgegeben, was er nicht braucht. Das ist so lustig. So, aber ich muss jetzt wirklich zu Dr. Hart. Ich habe Bauchschmerzen. Also merkt euch, nicht so viel Eis oder Süßigkeiten essen. Das ist nicht so gut für den Magen. Ciao.